Die Hollywood News im Gala-Ticker. Monica Bellucci und Tim Burton beim Knutschen in Paris gesichtet. Sängerin Pink hatte Angst, dass sie eine schreckliche Mutter sein würde. Leonardo DiCaprio verlässt Party kurz nach dieser Frau. Hollywood News 2023 im Gala-Ticker. 23. Februar 2023. Monica Bellucci und Tim Burton beim Knutschen in Paris gesichtet. Hollywood scheint ein neues Traumpaar zu haben. Vor kurzem wurden Monica Bellucci, 58, und Tim Burton, 64, zusammen in Paris gesichtet. Doch die beiden schlenderten nicht nur durch die Straßen der Stadt der Liebe, sondern küssten sich zudem leidenschaftlich. Mehrmals machten sie während ihres Spaziergangs Halt, um sich zu berühren, wie Bilder zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Die italienische Schauspielerin und der Regisseur scheinen also mehr als eine Freundschaft zu pflegen. Sie sollen sich bereits seit 16 Jahren kennen, einander aber erst im Oktober vergangenen Jahres auf dem Lumiere Film Festival in Lyon, Frankreich, näher gekommen sein. Bei dem Event war die Ex-Frau von Vincent Cassel, 56, ein Ehrengast und überreichte Burton den Lumiere-Preis für sein Lebenswerk auf der Bühne. Schon damals machten die zwei einen vertrauten Eindruck, der sich inzwischen sehr intensiviert hat. Pink: Ich hatte Angst, dass ich eine schreckliche Mutter sein würde. Sängerin Pink, 43, hatte für sich nie im Sinn, Mutter zu werden, aus Angst und Respekt vor der großen Aufgabe. Ich ahnte nicht, dass ich mal eine Familie haben werde. Das habe ich mir für mich selbst nicht ausgemalt, weil ich Angst hatte, dass ich eine schreckliche Mutter sein werde, gesteht sie im Interview mit dem amerikanischen People Magazin. Doch ihre Befürchtung sollte sich nicht bewahrheiten. Mit Ehemann Kerry Hart, 47, erzieht sie Tochter Willow, 11, und Sohnemann Jameson, 6, und liebt ihren Job als Mami. Mutter zu sein, ist das Unglaublichste, was ich jemals getan habe. Es ist schockierend, wie verantwortungsbewusst ich geworden bin, lacht sie in dem Gespräch und erzählt, dass sie Erfüllung darin findet, sich als Mutter voll einzubringen. Snacks für Basketballspiele vorzubereiten oder Kinderpartys zu betreuen, seien ihre neuen liebgewonnenen Aufgaben. Wer bin ich? Fragt sie im Scherz. Aber ich liebe es. Auch liebt es Pink, negativen Stimmen in ihrem Umfeld zu beweisen, dass man beiden mit Leidenschaft nachgehen kann. Der Spagat, ein Popstar und Mama zu sein, gelingt der Künstlerin offenbar wunderbar. Als ich Kinder bekam, sagten die Leute, deine Karriere wird vorbei sein. Wie wirst du auf Tour gehen? Die Sängerin beweist ihren KritikerInnen einfach das Gegenteil. Die erfolgreiche Musikerin hat gerade ihr 9. Album Trustfall veröffentlicht und wenn sie Konzerte gibt, kommt eben die ganze Rasselbande mit. 22. Februar 2023. Leonardo DiCaprio feiert mit Love Island Moderatorin. Noch vor kurzem machten Gerüchte die Runde, dass sich Leonardo DiCaprio, 48, und Eden Polanyi, 19, daten. Doch scheinbar hat der Schauspieler eine neue Frau kennengelernt und feiert mit dieser bis spät in die Nacht. Bei einer von ihm veranstalteten Pre-Party anlässlich der BAFTA Awards wurde er mit der Moderatorin Maya Jama, 28, gesehen. Nach der Party fielen die beiden auf, indem sie kurz nacheinander das Chiltern Firehouse verließen, wo die Feierlichkeiten stattfanden. Erst ging die Love Island Moderatorin, nur Minuten später machte sich auch der Schauspieler auf den Weg.